dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du Kfz-Stecker sicher ausbinden und entriegeln kannst. Da wir natürlich nicht alle Stecker abdecken können, haben wir ein paar der meistverwendeten Stecker in bekannten Automarken herausgepickt. Hier zeigen wir dir, wie du bei welchem Stecker am besten vorgehen kannst. Des Weiteren erfährst du hier, welche Steckersysteme in deinem Auto verbaut sein könnten und wo du diese auffinden kannst. Wir zeigen dir außerdem, welche Ausbindwerkzeuge es gibt und welches am besten für deine Situation und Preisklasse geeignet ist. Viel Spaß beim Video! Warum solltest du überhaupt Ausbindwerkzeug verwenden, wenn es auch mit einer Haarnadel gehen sollte? Ganz einfach. Es macht dein Leben viel einfacher. Beim Ausbinden von Kfz-Steckern ist Präzision entscheidend. Beim Versuch, die Pins mit deiner Haarnadel oder ähnlichem zu entfernen, riskierst du, die Kabel zu beschädigen oder die Kontakte zu verbiegen. Das kann zu schlechten Verbindungen, Kurzschlüssen oder defekten Steckern führen. Das Entriegelungswerkzeug erleichtert dir das Lösen der Pins und ermöglicht dir zugleich die Wiederverwendung später. Außerdem raubt es dir nicht so viel Zeit und Nerven, die Pins zu entfernen. Bei manchen Verbindungen ist es sogar überhaupt nicht möglich, ohne Ausbindwerkzeug die Steckkontakte herauszubekommen. Die meisten Sets haben das komplette Sortiment dabei. Manche bieten sogar eine Tabelle an, die zeigt, welche Entriegelungswerkzeuge bei welchen Automodellen zum Einsatz kommen können. Wir haben dir unsere Top 3 Sets in verschiedenen Preisklassen zusammengestellt, die bei allen Arten von Steckern zum Einsatz kommen können. Die Links zu diesen drei Produkten findest du in der Beschreibung. Als erstes fangen wir mit dem ISO-Stecker an. Der ISO-Stecker hat spezielle ISO-Krim-Kontakte. ISO-Pins sind quaderförmige Metallkontakte, die am Ende zwei flach gewinkelte Flügel haben. Die ISO-Pins werden durch die seitlichen Flügel am Metallkontakt in der Steckerbuchse verriegelt. Der altbekannte ISO-Stecker, der heutzutage beinahe zu jeder Stromversorgung zum Radio verbaut ist, hat genau diese Kontakte verbaut. Das Ausbinden kann je nach Zustand und Alter des Steckers nicht immer einfach verlaufen. Um einen ISO-Stecker auszupinnen, musst du beim Hineinfahren in die Buchse die Rastnasen seitlich zusammendrücken und den Pin vorsichtig herausziehen. Mit dem Ausbindwerkzeug mit zwei Spitzen fährst du von vorne, also der Steckerseite, nicht der Kabelseite, herein und drückst die Rastnasen nach unten. Wenn du die Rastnasen erfolgreich gebogen hast, wirst du in den meisten Fällen ein Klicken hören. Gleichzeitig ziehst du immer wieder am Kabel, bis der Pin herausschlüpft. Um den Pin wiederverwenden zu können, musst du vor dem Zurückstecken in die Buchse die seitlichen Laschen wieder herausbiegen. Ansonsten rastet der Pin nicht in den Stecker ein. Im Internet siehst du oft, wie ISO-Stecker mit Haarnadeln oder Büroklammern ausgepinnt werden. Prinzipiell ist das auch möglich und kann, wenn es mal schnell gehen muss, auch so gemacht werden. Es besteht jedoch eine größere Gefahr, die Kontakte oder den Stecker selbst mit dieser Methode zu beschädigen. Außerdem ist es alles andere als komfortabel, mit der Haarnadel einen ISO-Stecker in der Radiomulde vom Fahrzeug auszupinnen. Aus diesem Grund empfehlen wir dir nochmals Ausbindwerkzeug, um keine Zeit und Nerven zu verschwenden. Außerdem funktioniert der Trick mit der Haarnadel unserer Meinung nach nur bei ISO-Steckern. Bei diesem BMW-Stecker handelt es sich um eine Art Molex-Stecker. Genauer gesagt handelt es sich hier um den OABR-Anschluss der Head Unit, der repariert werden muss, da die zwei Kabel abgerissen wurden. Diese Anschlüsse können zusätzliche Verriegelungen oder eine komplexe Konstruktion haben. In diesem Fall hat der Stecker eine plastische Verriegelung drinnen, die das Entfernen der Pins verhindert. Aus diesem Grund entriegelst du als erstes die Sperre mit deinem spitzen Auspinnwerkzeug, indem du diese einfach hinaufdrückst. Im nächsten Schritt schiebst du mit dem dünnsten Entriegelungswerkzeug aus dem Set den Pin heraus. Der Pin selbst ist durch den Schlitz auf der flachen Seite vom Stecker gut sichtbar und zugänglich. In diesem Reparaturfall haben wir die Kabel wieder an die Pins gekrimmt und die Kontakte wieder in den Stecker zurückgesteckt. Als nächstes ist er in einem VW verbauter Quadlock-Stecker dran. Quadlock-Stecker sind in nahezu allen modernen Autos verbaut. Sie bilden die Hauptschnittstelle zwischen deiner Multimedia-Einheit und der Strom-, Signal- und Campusversorgung deines Autos.
Bei diesem Passat B7 müssen zwei Kontakte umgepinnt werden. Das kann zum Beispiel bei der Installation von einem Android-Radio der Fall sein. Bei diesem Stecker ist ein Flachsteckkontakt eingepinnt und hat dadurch, gleich wie beim ISO-Stecker, seitlich zwei Laschen zum Entriegeln. Als erstes nimmst du das Auspinnwerkzeug mit zwei Spitzen und fährst von vorne wieder in die Buchse hinein. Drücke so lange hinein, bis du ein leichtes Klicken hörst und das Kabel mit dem Pin herausnehmen kannst. Das war's dann auch schon. Im Prinzip ist es das gleiche Verfahren wie beim ISO-Stecker. Der einzige Unterschied hier ist, dass es unwahrscheinlicher ist, dass die Laschen verbogen werden, da diese elastischer sind als die beim ISO-Stecker. Die Pins kannst du daher einfach wieder in die gewünschte Position zurückstecken, ohne die Laschen wieder biegen zu müssen. Die letzten Stecker, die wir dir zeigen, fallen ebenfalls in eine Art ISO-Steckergruppe hinein. Das Problem bei Kfz-Steckern generell ist hauptsächlich, dass man nicht immer alle Stecker und Pins einer übergeordneten Gruppe zuordnen kann. Häufig ist es einfach herstellerspezifisch und alle Hersteller haben auch ihre eigenen Namen. Der erste Stecker, den wir auspinnen, ist ebenfalls von einem Hauptkabelbaum einer Multimedia-Einheit und wird auch oft für Android-Radios in älteren Modellen benutzt. Als erstes nimmst du das Auspinnwerkzeug aus dem Set mit der gewinkelten Spitze. Daraufhin fährst du ca. 1 cm in das obere kleine Loch hinein und versuchst die Verriegelung nach unten zu drücken. Hier siehst du, wie der Verriegelungsmechanismus bei diesem Stecker funktioniert. Gleichzeitig ziehst du immer wieder am Kabel hinten, damit du den richtigen Zeitpunkt, wenn die Lasche unten ist, nicht verpasst. Die Lasche dieser Pins werden beim Auspinnen mit dem Riegelungswerkzeug auch nicht verbogen. Somit kannst du diese ohne jegliche Anpassungen auch wieder zurückstecken. Und zum Schluss zeigen wir dir noch das Gestochere in einem Stecker, den wir ehrlicherweise nirgendwo kategorisieren können, außer in die Gruppe nervenzerreißend. Hier wird wieder gezeigt, dass auch mit Auspinnwerkzeug immer wieder Stecker vorkommen werden, die einfach schwierig oder fast gar nicht zum Auspinnen gehen. Bei diesem Stecker haben wir es auch irgendwie geschafft, jedoch sind die Pins kaputt geworden. Daher gehen wir auch gar nicht tiefer in die Details hier ein und wünschen dir einfach leicht ausbinbare Stecker. Das Auspinnen von Kfz-Steckern erfordert Geduld, Genauigkeit und vor allem eins: das richtige Werkzeug. Das Herumgestochere mit einer Haarnadel oder einer Klammer wird dir in den meisten Fällen nur Kopfschmerzen bereiten. Aus diesem Grund legen wir dir eins der genannten Auspinnwerkzeuge ans Herz. Mit etwas Übung und dem richtigen Werkzeug wirst du nahezu 100% aller Steckertypen in deinem Kfz auspinnen können. Beachte jedoch, dass es immer Ausnahmen geben wird und manche Kontakte einfach nicht aufgehen werden. Hier heißt es dann auch, Ruhe bewahren und den Stecker genauer anschauen. Irgendwie gehen die Dinger immer auf. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.